Kennen Sie eigentlich Snagit? Snagit ist sozusagen mein Zeitspartool. Und besonders genial finde ich's, dass ich meine eigenen sogenannten Capture-Profile anlegen kann. Das heißt, ich kann meine ganzen Einstellungen vornehmen, diese Einstellungen abspeichern und dann mit einem Klick oder mit einem eingebauten Tastenkürzel direkt die Captures, die Bildschirmfotos so machen, wie ich sie möchte. Zuerst stelle ich dazu das ein, was ich haben möchte. Ich gehe auf Bild, wähle nicht Bereich, sondern wähle Objekt. Ich möchte nämlich von der PowerPoint-Benutzeroberfläche für meinen Typografiekurs, für die PowerPoint-Kompetenztage 2019, möchte ich ein paar Screenshots machen von den Texttools. Neben der Auswahl als Objekt könnte ich jetzt noch Effekte angeben, wie einen Schatten, einen Rahmen oder die Bilder skalieren. Das möchte ich jetzt nicht. Aber bei der Weitergabe könnte ich das direkt in meinen PowerPoint reinbauen. Ich möchte es aber als Datei haben, weil ich es später mehrfach benutzen möchte. Das heißt, ich wähle Datei und wähle dann hier über die Weitergabeoption, wähle ich aus, was damit passieren soll. Automatischer Dateiname, ja. Ich möchte mehrere Screenshots hintereinander machen und als Start Silbe möchte ich Typografie haben und einen Bindestrich und die Nummerierung soll bei 1 anfangen. Jetzt habe ich das eingerichtet. Jetzt möchte ich daraus noch ein Profil machen. Ich klicke hier auf das kleine Plus-Symbol, sage neues Profil mit den aktuellen Einstellungen, aber halt, eine Kleinigkeit, die ist aber wichtig, habe ich vergessen. Vorschau im Editor muss ich ausschalten. So, und jetzt kann ich das Ganze als neues Profil ablegen. Ich nenne das mal Objekt zu Datei, füge eine Kurztaste hinzu, nämlich Umschalt, Steuerung, Druck und kann jetzt im Prinzip anfangen mit meinem Capture. Ich öffne mir meinen PowerPoint und klicke hier auf einen Text, damit meine Textwerkzeuge hier alle nicht mehr ausgegraut sind und fange jetzt an. Umschalt, Steuerung, Druck. Die Objektauswahl nimmt automatisch bestimmte Bereiche auf. Ich nehme mal hier dieses Register Schriftart. Umschalt Steuerung Druck. Nehme das Register Absatz. Umschalt Steuerung Druck. Und jetzt möchte ich hier einen kleineren Bereich, nämlich zum Beispiel das Icon für Fett. Und als letztes noch Umschalt Steuerung Druck, das Icon für Kursiv oder Italic. Jetzt denken Sie, es ist nichts passiert. Haha, nein. In dem Ordner, den wir vorher festgelegt haben, sind jetzt meine Bilder als JPEG abgespeichert. Ich hätte auch noch das Dateiformat ändern können, kann diese Bilder jetzt automatisch sofort einsetzen. Auch die Nummerierung hat wunderbar funktioniert. Das ist der riesengroße Vorteil von sogenannten Capture-Profilen in Snagit.